So, wir starten in Seifenfilter. Habe ich, wie gesagt, früher nur die Demo gespielt. Was war denn jetzt? Mein Controller spinnt gerade ein wenig. Hat sich gerade einfach mal ausgestöpselt und wieder eingestöpselt. Tolles USB-C. Nee, nicht USB-C. Quatsch, USB-Mini-Mikro. Egal. Ja, ist ein Spiel von 989 Studios. 989 Studios. Da sehen wir es. Ich weiß gar nicht, was die noch gemacht haben. Machen mittlerweile aber... Boah, was machen die nochmal? Ich hab's leider vergessen, was die heute machen. Egal. Sie kommen. Los, zünden Sie alles an. Aber was ist mit dem Serum? Vernichten Sie alles. Jetzt zeige ich Ihnen, was ich mit Informanten mache. Mach ihn kalt. Mit Vergnügen. Das sind die Koordinaten von Alice. Da drüben. Es ist Alice. Getötet. Liane. Irgendwas gefunden? Alles verbrannt. Keine Ahnung, was sie da angebaut haben. Aber es waren keine Drogen. Römer wusste, dass wir kommen. Was machen wir jetzt? Wir warten auf den nächsten Ausbruch des Virus. Wird bald passieren. Logans Bericht war deutlich genug. Zwei zusätzliche Teams sollen darauf angesetzt werden. Suchen Sie Römer. Ich verstehe. Logan ist mein bester Agent. Was haben Sie vor? Nichts. Wir warten. Wir warten ab, was er herausfindet. Unser WHO-Kontakt hatte recht. In einem Umkreis von über 100 Kilometern ist alles tot. Nicht alle. Der Mann hier lebt noch. Wie kann das sein? Gar nicht. Was? Wie kann das sein? Gar nicht. Der müsste tot sein. Okay. Super. Und damit würde ich sagen, starte ich ein neues Spiel. Ist ganz schön laut. Ich mache das Spiel mal gerade einen Tacken leiser. Es brüllt nämlich sehr. So. Frage ich mich gerade, warum es so brüllt. So, machen wir es mal so. Wir haben keine Nasen. Das kann sein. Weiß ich nicht. Gut möglich. So, wir starten ein neues Spiel. Gab keine Option oder sowas. Washington DC, Georgia Street. Anweisung des Geheimdienstes. Unser Informant beim FBI hatte den Virusangriff der Terroristen im U-Bahn-System lokalisiert. Unsere Kontakte im US-Außenministerium und bei Interpol bestätigen die Identität der Terroristen. Wir lassen sie rein, sobald die Operation des CBDC, US Army Chemical and Biological Defense Command, beginnen. Ihre Ziele sind Römer, Kravitsch, Aramov und Girdo oder so ähnlich. Zedcom hat kodierte Mikrowellenfunksprüche abgefangen. Römer muss eine Antenne in diesem Gebiet haben. Helfen Sie den CBDC, falls nötig. Vermeiden Sie, sofern möglich, Verluste auf beiden Seiten. Weitere Einsatzziele erhalten Sie an Ort und Stelle. So ist es. Wann beginnt die Operation? Die Informationen jetzt vom FBI waren unklar. Aber Römers Leute sind schon in der U-Bahn. Dasselbe Virus? Ja, genug, um jeden im Umkreis von über 100 Kilometern zu töten. Oder mehr. Verfahren? Abfangen und eliminieren. Die kommen von unserem Kontakt bei Interpol. Jenkins Leute sind bereits bei der Räumung. Sie haben den Auslöser. Ich erkenne Anton Girdeau und Mara Aramov. Wer ist der andere? Pavel Kravitsch. Römers Kommunikationsexperte. Wenn sie ihn eliminieren, müssen sie auch seine Funkanlage zerstören. Sie werden in der Kampfzone abgesetzt, wenn das Feuer eröffnet wird. Sie haben eine Stunde, um ihre Ziele zu finden und sie rauszuholen. Wissen die umliegenden Bewohner Bescheid? Nein. Schade. Ach, das ist der Demo-Level. Ach, wie geil. Roger, bin auf dem Weg. Okay, das ist der Level aus der Demo. Start drücken, um Einsatzziele zu sehen. Machen wir doch glatt.
Unsere Einsatzziele. Aktuelle Position, das ist der gelbe Pfeil, gehe ich mal davon aus. Kravic, eliminieren und Funkanlage zerstören. Es steht halt nur nicht genau, wo das ist, aber das finden wir schon noch raus. Und Römer eliminieren. Wir haben hier die Karte. Ach, guck mal, hier können wir uns sogar auswählen, wo was ist. Standort unbekannt, also Römer wissen wir noch nicht, wo er ist, aber wir wissen auf jeden Fall, wo die Funkanlage ist. Na gut, Ziele, Einsatzziel, Kravic eliminieren und Funkanlage zerstören und Römer eliminieren. Ja, das wissen wir mittlerweile. Parameter, Missionsparameter, keinen CBDC-Agent eliminieren und möglichst keine Virusträgersysteme oder scharfe Bomben beschädigen. Ja, das sollten wir aber hinbekommen, denke ich mal. Das ist der Einführungstext. Wir haben als Waffen die 9mm Pistole mit Schalldämpfer, ein Scharfschützengewehr, ein Taser und eine Taschenlampe. Ansonsten gibt es noch Optionen. Kann ich hier eigentlich speichern? Ich glaube nicht. Aber ich kann das Spiel hier ein bisschen leiser machen. So. So einen kleinen Tacken leiser mache ich es hier und dann kann ich es quasi außerhalb des Emulators wieder etwas lauter stellen, das mache ich mal gerade eben. Kleinen Moment. So. Okay. Helligkeit des Spiels, Bildschirm und so weiter brauchen wir nicht. Egal. Ja, die Optionen befinden sich hier im Spiel. So, jetzt gucken wir mal. Also, das ist so, das ist Zielen. Und Schießen kriegen wir auch noch hin irgendwie. So. Achso, einmal anvisieren und dann schießen. Na, gehst du tot? Ja, und wie man es hier sieht, grünes Blut. In der deutschen, beziehungsweise in der PAL-Fassung gibt es in dem Spiel nur grünes Blut. Wir stellen das dann gleich mal um. Wir spielen ja auf Emulator und da haben wir keine Probleme, das einfach mal umzutüdeln. So, ich hoffe mal, hier kommen noch mehr. So, alle beide tot. Hier kommen aber ein paar mehr. Ich glaube, die spawnen hier sogar nach. Ich bin mir da nicht mal sicher. Konnte ich nicht auch irgendwie eine Rolle rückwärts machen oder sowas? Rolle vorwärts auf jeden Fall. Rolle rückwärts geht offensichtlich nicht. Oder doch? Weiß ich nicht. Werden wir herausfinden, aber nicht jetzt. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie wechsle ich denn die Waffe? Wie wechselt man die Waffe? Das ist eine Rolle, das ist Zielen. Select vielleicht? Ah, mit Select. Mit Select wechsle ich die Waffe. Jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal das M16. Wie gesagt, an den Level hier kann ich mich sehr gut erinnern, weil das ist nämlich der Level aus der Demo damals. Und den habe ich gespielt und habe das Spiel für geil empfunden und habe dann halt eben meinem Kumpel davon berichtet und habe das Spiel ursprünglich oder fälschlicherweise als Siphonfilter betitelt, weil ich nicht wusste, wie es richtig ausgesprochen wird und mein Englisch zu der Zeit eher, naja, nicht so gut war. So, Taser können wir auch gleich mal ausprobieren. So, du kommst da mal runter. Du verstehst den Zusammenhang mit einem Siphon nicht? Ich weiß es. Ich kenne den auch nicht. Ich habe, wie gesagt, das Spiel einfach falsch benannt. Ja. Weil ich, wie gesagt, das nicht wusste. So, da ist noch ein Gegner. Den machen wir auch mal weg. Mit dem schönen grünen Blut. Wie gesagt, wir wechseln nach dem ersten Level auf jeden Fall auf rotes Blut. Ich wollte das jetzt einfach mal machen. Das hier ist auch so eine Sache, das fand ich damals richtig geil, weil wenn man das bei Spielen nicht kennt, dass man Fensterscheiben kaputt schießen kann, heutzutage ist das da gehört das zum guten Ton, dass man alles, was aus Glas ist, kaputt schießen kann. Damals war das schon, ja, das war weltbewegend, sag ich einfach mal. So, hier gibt's eine kugelsichere Weste. Ich guck mal gerade, wie kann ich die aufmachen? Kugelsichere Weste unbeschädigt? Nee. Wie mache ich die auf? Kein Ziel verfügbar. Wie krieg ich dich denn jetzt auf, du blöde Kiste? Weiß es gar nicht. Ach, ich glaube, ich habe genug Panzerung, deswegen kriege ich es nicht auf. Ich glaube, so ist das. Drücke Dreieck, um Liang Xing zu kontaktieren. Der CBDC-Agent sitzt in deiner Nähe fest. Sie bitten um Feuerschutz. Mhm. Feuerschutz kriegen sie. So, wir haben auf jeden Fall erstmal ein Einsatzziel. So. Okay. Den haben wir. Hier muss man, glaube ich, aufpassen, weil hier kommen nämlich auch immer neue Gegner. So, genau, die kommen durch hier irgendwie hinten aus dem Dunkel. Es ist auf jeden Fall geil, dass sie selbst die Schreie von den Sterbenden übersetzt haben. Ich schieße nicht auf dich, ich schieße auf die Gegner, du Heini. Es ist auf jeden Fall lustig, dass man halt wirklich auch die Todesschreie hat man halt auch übersetzt. Das ist lustig, aber ja.
Ah, mit 3 kann man die öffnen, die Kisten. Okay, Munition fürs M16. Und man sieht unten links auf dem Radar erstens, wo Gegner sind, die spawnen. Also wenn die spawnen, haben die so einen kleinen weißen Punkt. Und man sieht auch das Ziel, wo man hin muss. Das ist dieser, ich sag mal, etwas dickere Balken am Rand. Und dann hat man so ungefähr eine Richtung, wo man denn hinlaufen muss. Wie man sieht, ich soll hier wohl hinlaufen. Zumindest meine ich, dass das so eigentlich war. Hier war doch irgendwo, meine ich, eine Bombe. Oder war das nur in der Demo damals gewesen? Es kann auch sein, dass das nur in der Demo war, dass hier irgendwie eine Bombe zu entschärfen war. Aber okay. Vielleicht irre ich mich jetzt auch gerade und die haben das schon gemacht. Ich bin mir da gerade nicht sicher, aber ist ja auch egal. Oder der Kompass zeigt nur an, wo Norden ist. Das kann natürlich auch sein. Es ist nichts auszuschließen. Hallo, Mark Hoffmann. Einen wunderschönen guten Abend. Der Name kommt mir bekannt vor. Ich kann nur gerade nicht zuordnen. Kenne ich dich irgendwoher? Ich habe den Namen schon mal irgendwo gelesen, aber ich kann es gerade nicht. Ich habe sowieso ein Problem mit Namen. So, ich wechsle mal auf Sniper. Und... Ah, von YouTube. Okay. Das kann natürlich sein. So, jetzt gucken wir mal. Verkehrt rum, Steuerung. Ist auch wieder geil. So, gehst du tot? Grünes Blut tot. Bitte, hallo. Ja, ich habe auch nicht so viel Munition mit dem Sniper, deswegen schieße ich damit eigentlich ganz ungern. Aber man könnte auch Glück haben und man könnte immer einen Kopfschuss machen. Ja, super. Jetzt habe ich keine Muni mehr. Jetzt wechsle ich die Knarre. Ich wollte auch auf jeden Fall mal den Taser ausprobieren. Da habe ich auch mal Bock drauf. Der ist echt böse, habe ich ja schon gesagt. Mit dem Taser kann man Gegner ja mehr oder weniger zu ein Häufchen Kohle verbrennen. Ah, da, du bist das, der Duke. Alles klar, jetzt weiß ich Bescheid. Hi. Du bist das. So, wir grillen einmal den Gegner und er fängt an zu brennen. Und das kann man noch ewig so weiter treiben. Ich wollte es euch nur mal gezeigt haben, das fand ich bei dem Spiel damals einfach böse. Aber ja, das gab es in keinem anderen Spiel sowas vorher, also... Das ist schon richtig böse. Was? Maximum Munition für M16? 180 Schuss? Okay. Dann sollten wir wohl Gegner mal wieder mit dem M16 aufs Korn nehmen. Los hier oben. Ah. So. Gehst du tot? Meine Güte, ist das Munitionsverschwendung. Das Ding bratzt aber auch ordentlich hier. Der Taser ist echt makaber, auf jeden Fall. Also das Ding ist wirklich richtig makaber. Wie gesagt, das war halt damals schon ein Grund gewesen, warum ich mir gesagt habe, wow. Wow, 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 wow. Aber das war auch so ein Grund gewesen. Ich meine, damals war ich jung und ich brauchte das Geld. Nein, Quatsch. Ich kannte das halt nicht aus Spielen, dass man halt Gegner so dermaßen niedermetzeln kann. Und deswegen fand ich das einfach nur abartig. Aber abartig im Sinne von... Krass abartig. Geil. Also, ne? Naja. Wie gesagt, als kleiner Bub ist da, denkt man da ein bisschen anders. Heutzutage denke ich mir so drüber, ja, muss eigentlich nicht sein. Also so krass muss man die Gewalt dann nun auch nicht darstellen. Auch wenn es ein 16er-Titel ist, das glaube ich, ne? Es ist ein 16er-Titel, ja. Also deswegen wahrscheinlich auch so krass geschnitten bei uns. So. Aber Hauptsache, die mussten das Blut zensieren. Natürlich. Das musste man machen. Also mit grünem Blut geht das, mit rotem Blut geht nicht. Wir sind wahrscheinlich alles Aliens, deswegen haben wir grünes Blut. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt müssen wir einmal noch hier rein. Da muss ich einmal hier... Oh, ich kann auch durchlaufen. Ich bin halt ein... Ich bin halt einfach wie Arnie. Kann einfach durch Gläser durchlaufen. So, und jetzt müssen wir gucken, weil hier hinten ist nämlich jetzt einer, der uns gleich ans Leder will. Den kann man theoretisch mit dem Sniper ganz gut wegmachen. Ach, das ist gar nicht hier. Der ist noch woanders. So. Ich glaube, der ist im... Wo war denn der nochmal? Ach doch, der war hier, genau. Aber ich gehe jetzt erstmal hier raus, weil hier hinten kann man nämlich irgendwas machen. Wie komme ich denn jetzt hier... Ach, mit Dreieck. Okay. Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen, weil ich habe sehr, 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 sehr lange nicht mehr gespielt. Aber hier komme ich gerade irgendwie... Jetzt komme ich da auch raus. So, hier ist gerade kein Gegner. Aber hier hinten ist irgendwo einer. Hier wird nämlich gerade geballert. Und hier war doch, glaube ich, auch ein Kino, oder? Hallo? Achso, Dreieck. Ich vergesse das immer, dass das Dreieck ist. So, da. So, hier oben sind Sniper von uns. Die schießen mit auf die Gegner.
So, deswegen können wir den hier gerade auch nicht treffen. Und ich muss, glaube ich, auch aufpassen. Ich glaube, die Autos konnten auch nochmal explodieren, wenn mich nicht alles täuscht. Seifenfilter ist einer deiner Lieblingsspiele. Das ist schön. Also, wie gesagt, ich kenne es halt von damals nur von der Demo. Ah, ich komme nicht ran an ihn. Shit. Na gut, was haben wir denn hier eigentlich? Scharfschützenmuni. Ah, sehr gut. Die kann ich gebrauchen. Die kann ich sogar sehr gut gebrauchen. Hä? Und mir ist gerade eben in den Sequenzen aufgefallen, Ende der 90er Jahre hatte man offensichtlich nicht sehr viele Synchronsprecher gehabt, weil, es gab immer die gleichen Synchronsprecher. Ich habe jetzt hier gerade wieder Synchronsprecher von Metal Gear wiedererkannt. Zwei, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und den dritten, den kannte ich, glaube ich, von Mission Impossible. Also es ist, wenn man damals Spiele auf der PS1 gespielt hat, die auf Deutsch synchronisiert wurden, dann sind da sehr viele Stimmen, die immer und immer wieder verwendet wurden. Also die kennt man dann schon. Man kennt so seine Pappenheimer, ne? Ich sag mal, die Synchronsprecher von Metal Gear waren ja zum Beispiel auch die gleichen Synchronsprecher dann in zum Beispiel Spyro gewesen oder Crash Bandicoot. Die sind halt sehr, sehr häufig verwendet worden. Und deswegen kennt man sie einfach. So, Schluss da hinten. Medieval? Medieval auch? Wer war denn das bei Medieval? War das da? Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Medieval habe ich auch nicht so häufig gespielt. Ich habe die Teile zwar da, aber ich wollte die eigentlich auch immer mal spielen. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen. Werde ich auf jeden Fall irgendwann mal noch nachholen. Bei Medieval wusste ich es jetzt aber gar nicht, siehst du? Auch interessant. So, kein Ziel verfügbar. Jetzt zielen hier. Kann ich das Ding? Ja, bestimmt. Hallo? Jetzt. Wollte gerade nicht schießen, aus mir unerklärlichen Gründen. So, ist der Aufzug da? Der Aufzug ist da. Nicht da. Aha. Der Aufzug war nicht da.